Einen wunderschönen guten Tag. Hallihallo, ihr Lieben. Ja, wir sind wieder zurück bei Subnautica mit dem Blick auf unseren Prawn, auf unsere Gisela. An dem Namen, da machen wir ja noch ein bisschen was. Und irgendwie beginne ich, das ändert sich nie, ne? Ich beginne immer die Aufnahmesessions damit, dass ich sage, oh Gott, war das wieder eine lange Zeit. Okay, eins nach dem anderen. Während ich hier so ein bisschen die organisatorischen Dinge mache, erkläre ich euch mal wieder, warum das so lange gedauert hat und. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass so dieser Hochladezyklus in den letzten Wochen, Tagen, will ich ja schon gar nicht mehr sagen, ziemlich, naja, nicht so dolle war. Und dann hatte ich ja letztens am Anfang der letzten Aufnahmesession noch erwähnt, ich glaube, wir sollten uns mal eben schnell einen Kaffee ziehen, dass ich ja immer nur am Wochenende dazu komme, ja, meistens sonntags, da versuche ich natürlich so viel wie möglich aufzunehmen, dass das über die Woche irgendwie passt, mindestens alle zwei Tage, ja, und jetzt habe ich am Wochenende, die letzten zwei, drei Wochenenden, weiß ich gar nicht, Dankeschön, wir können ihn jetzt auch scannen, das machen wir mal eben, auch wieder überhaupt keine Zeit hatte. Und es ist auch nicht sowas gewesen, wo man sagen kann, nee, kannst du doch verschieben, schieb das doch mal dazwischen, noch ein bisschen aufnehmen. Nee, das hat meistens die ganzen Tage gebraucht und... Hat das jetzt was gebracht? Nein, natürlich nicht. Vielleicht kriege ich ja jetzt besseren Kaffee. Weil ich weiß, wie ich diese Maschine zu bedienen habe, jetzt, nachdem ich sie gescannt habe. So, erstmal ein Käffchen. Gut. Und ja, wie gesagt, die Wochenenden waren voll, proppenvoll. Und bei all dem, was ich da so getan habe, hat das wieder Planungsarbeit nach sich gezogen und. Das war alles, ja, viel zu tun, viele Dinge, die erledigt werden müssen. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe jetzt haben wir nämlich gerade unter der Woche, habe ich mir gedacht, komm, diese 1-Stunden-Aufnahmen sind vielleicht nicht das Allerschönste, aber besser als nichts. Und von daher, ja, sind wir jetzt hier. Oh, das sieht... Es kann natürlich auch dran liegen, dass ich jetzt so lange nicht gespielt habe, aber irgendwie sieht das Beet jetzt frischer aus, oder? Oder ist hier schon langsam Gras gewachsen, weil ich schon ewig nicht mehr hier war? Naja, es gab auf jeden Fall ein Update. Also das meinte ich damit, hier hat sich vielleicht was getan und irgendwie visuell hat sich doch hier was getan, oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Ich habe auch noch nie mal wirklich die Patchnotes lesen können, aber es hat sich natürlich was getan. Und ich mache jetzt mal ganz kurz was. Fertig. Das fand ich gut. Das war in den Kommentaren. Den Vorschlag fand ich gut. Und den haben wir jetzt einfach mal umgesetzt. So, ganz heimlich, still und leise. Es gab das sogenannte Infected Update. So, Energiezellen, die müsste ich... Guck mal schnell, wie es unserem großen U-Boot geht. Das Infected Update hat nämlich eine Sache... Welcome aboard, Captain. Danke sehr. Wunderschön. Hat eine Sache hinzugefügt, beziehungsweise zugänglich gemacht. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen lauter, jetzt muss ich mal ein bisschen lauter sprechen. Die wir vorher schon abgeklappert haben, ein Ort. Ach, wir haben voll Energie. Ja, wunderbar. Genau. So, ist. Hier ist es jetzt wieder ein bisschen leiser. Dann fülle ich meinen Energieschrank wieder auf. Der hier links neben ist. Ja, ganz genau. So, mindestens drei sollten wir hier schon haben. Da hole ich nochmal schnell eine. Und zwar, was habe ich sagen wollen? Genau, wir waren in der letzten... In den letzten Aufnahmen, in den letzten zwei Aufnahmen, da waren wir ja innerhalb dieser Research Facility. Ich nehme mal zwei mit. Dieser Research Facility und irgendwie war da alles so komisch weiß. Ne? Also, da... Moment, so. Es sah wohl, ja, sah noch irgendwie unfertig aus. Wo will ich eigentlich hin? Herr Leitjahr, konzentrieren Sie sich doch mal bitte. So. Und schwupp, die Wupp. Und wir können auch gleich ein bisschen Wasser hier lassen. Eins, zwei und drei auch noch. Und diese Research Facility war nur im experimentellen Modus zugänglich. Das hat mir auch ein Nutzer erklärt. Und das bedeutet, ich kann hier ein normales Spiel beginnen. Ich glaube, das sehe ich sogar, wenn ich jetzt hier... Nee, speichern nicht. Aber im Menü sieht man das, glaube ich. Und man könnte wohl ein experimentelles Spiel starten. Und das haben wir einfach nicht gemacht. Wir haben ein normales Spiel gestartet. Und
dabei war es halt auch. Damit hat sich das erledigt gehabt für uns. Ich wollte jetzt auch nicht switchen mittendrin. Wir haben einfach drauf gewartet und jetzt ist es ja auch da. Und alles ist gut. Da müssen wir jetzt allerdings nochmal hin. Das ist ja wohl klar. Und ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt auch als allererstes. Ich nehme nochmal ein bisschen was zu essen mit. Ein bisschen Salz versuche ich noch schnell einzulagern. Und wie immer, wie könnte es anders sein, muss ich natürlich erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Hatten wir nochmal unser Salz? Ach, ich erinnere mich, das war voll, ne? Ja. Ich nehme das Quarz hier mal raus. Packe stattdessen jede Menge Salz da rein. Und Quarz mache ich dann hier rein. So. Bauen wollen wir natürlich auch noch. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehmen kann. Ich hoffe, ich schaffe mindestens eine Stunde. Also das will ich auf jeden Fall schaffen. Unter der Woche ist halt immer schwierig. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Aufnahme hattet. Ich komme hier aus der Basis raus und höre auf meinen Ohren so ein Kratzen. Und ja, und wisst ihr, wer das war? Das war die Lilly. Ich habe hier nämlich die Tür so ein bisschen angelehnt und die blöde Lilly, die wollte hier rein und hat an der Tür gekratzt und die war nur angelehnt. Da hat sie die natürlich schön aufgedrückt. Oh, und ich dachte, das wäre hier was im Spiel. Irgendwas, was von hinten kommt, weil das kam natürlich von hinten. Hier fehlt was, das will ich mitnehmen. Oder sollen wir es wagen? Also was ich jetzt vorhatte, ist natürlich hier unseren Jimmy in unseren... ja, namenstechnisch bin ich da auch nicht mehr ganz auf der Höhe, ne? Poli ist schon etwas länger da. Ich nenne es mal wieder Zyklop. Für zwischendurch. In unser großes U-Boot packen. Aber wir könnten eventuell auch eine Zwischen... Ja, komm, das geht schneller. Damit wir ein bisschen was geschaffen bekommen. Wie sieht es energiemäßig bei dir aus? 62%. Habe ich noch eine dabei? Nein, ich nehme mal eben noch eine mit. Damit wir was geschaffen bekommen. Damit wir was schaffen. Geschaffen bekommen. Ist auch wunderschön. Fahre ich jetzt mal schnell mit unserem Jimmy dahin. Und zwar ist das in Richtung, jetzt muss ich mich nochmal gerade orientieren, das war in der Nähe der Kanone. Und zwar war das ja so eine Art Geheimgang. Genau, ich erinnere mich. Genau entgegengesetzt hier von unserem Zyklop. Unserer Cyclops. So. Und das sollten wir relativ schnell wiederfinden. Orientierungssinn, da bin ich ganz gut, hoffe ich doch mal. Im wahren Leben auf jeden Fall. Ach Mann, ey, diese Lilly. Das ist so typisch bei Katzen, ne? Irgendwie, man hat sie vergessen und dann macht man was ganz anderes und plötzlich sind sie da und erschrecken einen. Aber mittlerweile will sie wenigstens nicht mehr auf den Schoß, wenn ich Let's Playe. Damals hat sie ja immer noch gedacht, ich wollte mit ihr reden. Und dann kam sie, ja bitte, was ist denn? Und auf den Schoß, schön. Das macht sie jetzt schon nicht mehr. Jetzt hat sie sich wahrscheinlich gedacht, komm, lass den Alten reden. Der quasselt da wieder vor sich hin. Die hört schon gar nicht mehr zu. Gut, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Vielleicht noch ein paar Worte zum Update. Und zwar geht es, das heißt, Infected Update heißt es. Und jetzt haben diese Bakterien oder dieser Virus, der hier auf dem Planeten ist, die haben tatsächlich oder der hat tatsächlich eine Auswirkung. Und das wird für uns dann auch... Jetzt kriege ich natürlich gerade einen Frosch im Hals. Moment, ich trinke mal gerade einen Schluck. Das wird für uns dann natürlich auch einerseits interessant und andererseits gefährlich, weil wir uns jetzt wirklich davor hüten müssen, nicht infiziert zu werden. Und wenn wir infiziert werden, dann müssen wir gucken, ob wir nicht irgendwie eine Heilung bekommen. Also das wird noch spannend. Ich glaube, infiziert werden können wir unter anderem durch diese Viecher, die uns in den Arm beißen und dann da hängen bleiben. Was blubbert denn hier so? Das ist diesmal nicht die Katze. So ein bisschen wie kochendes Wasser. Also, ja. Das ist bei mir natürlich immer so ein bisschen, ja, hier schön 3-4 Wochen nicht gespielt und dann muss ich erstmal wieder klarkommen. Oder die haben tatsächlich neue Sounds eingefügt. Ja, ich bin mal vorsichtig. Naja, und da müssen wir auf jeden Fall drauf achten und da müssen wir uns auch drum kümmern, wenn es denn passiert. Ich versuche natürlich vorsichtig zu sein. So, irgendwie hier müsste doch der Eingang sein. Wir kommen ja auch relativ tief mit unserem guten Jimmy, 900 Meter.
Auch da, ein netter Nutzer hat mir da ein paar Hinweise gegeben, obwohl die natürlich schon ein bisschen am Rand des Spoilerns gekratzt haben, wie tief man denn überhaupt kommen kann. Das kann man natürlich auch selber rausfinden, klar. Er hat es dann einfach mal geschrieben, war auch okay. Ist auch okay. Ja doch, das muss so tief runtergehen. Das war auf einer Tiefe von 700 Metern, aber das sieht mir sehr nach einem... Das sieht mir... Ist das das Void? Nicht, dass das das Void ist. Das sind mir zu krasse Abhänger hier. Denn das Void ist folgendes. Irgendwann ist die Karte ja zu Ende. Und Void, nichts, bedeutet, da ist dann auch nichts. Und unter anderem ist eine Patchnote, dass das Void gefährlicher geworden ist. Dass da die Chance höher ist. Also ein paar habe ich doch mitbekommen. Ich glaube, ich habe am Anfang erzählt, ich habe auch noch nie mal Patchnotes lesen können. Ich habe sie nicht so detailliert lesen können. Ein paar habe ich doch mitbekommen. Ich glaube, da müssen wir hin. Das Void ist gefährlicher geworden. Oh, die sind immer noch fies, die blöden Viecher da. Ja, und da will ich natürlich nicht hin. Und ich glaube, das Void kann man ganz gut daran erkennen, dass es wie so ein Messer geschnitten in die Tiefe geht. So. Hier müsste irgendwo... Na, hier ist so ein blöder Aal. Verschwinde, verschwinde. Da ist mein U-Boot. Das heißt, irgendwo hier... Ich mach mal gerade einen Tacken leiser. Müsste es runtergehen. Das war doch so eine versteckte Höhle. Und das war ein Shortcut zu dieser Forschungseinrichtung. War das hier? Was quietscht denn hier? Du! Ein Whopper! Geh weg! Oh, was ist denn das? Die kennt man noch gar nicht. Rettungskapsel 2. Wie sieht's aus? Darf ich hier raus? Was bist du denn? Ach, geh doch weg, ey. Geh doch sterben. Unter anderem erkennt man auch, dass infizierte Fische unterwegs sind. Da ist ein PDA, den nehme ich mir schnell mit. Dann gucke ich noch schnell in die Kapsel rein. Aber hier ist nichts. Gut. Schnell wieder hier rein. Hier ist es mir wirklich ein bisschen gruselig. Ich lese das gleich. Ich will nur gucken, dass ich hier... Ja, das sieht richtig aus. Hier sind wir richtig. Ist alles gut hier, ne? So Whopper-mäßig und so? Okay, mal gucken, was wir da gefunden haben. Datenbank. Downloads. Fluchtkapseln. 2. CTO. Die Auftriebsgeräte sind ausgefallen. Techniker, wir sinken. Wir sollten evakuieren. Warten Sie, ich kann das Sauerstoffsystem rekonfigurieren, um das Bilge... um als Bilge zu fungieren. Ah, okay. Na, dann versuchen sie gerade wohl... Moment. So, Entschuldigung, da musste ich kurz mal Pause machen. warten Sie, ich kann das Sauerstoffsystem rekonfigurieren, um als Bilge zu fungieren. Das bedeutet, glaube ich, also U-Boote haben ja so einen Lufttank. Und der Auftrieb bei U-Booten kann halt einmal dadurch erreicht werden, dass die Nase des U-Boots nach oben geht. Aber auch, dass zum Beispiel in diese Ballasttanks wieder Luft kommt. Ja, und was passiert dann? Das U-Boot steigt nach oben. Ich glaube, das versuchen die da gerade. Der Techniker ruft, oh, es funktioniert. Dann kracht es und der sagt, okay, die gute Nachricht, wir sind am Leben und wir haben aufgehört zu sinken. Und die schlechte, jetzt ist der Sauerstoff in 30 Minuten aufgebraucht und wir sind 500 Meter unter der Wasseroberfläche. Dann fragt der Techniker, was machen wir denn jetzt? Der CTO, das ist eine leitende Position. Das heißt, und er wird ja auch beim Namen genannt, CTO Hughes. Wir benutzen die Mathematik. Dann sagt der Techniker, sich verschluckend, ich will sie nicht unter Druck setzen, aber meine Füße berühren den Boden nicht mehr. Hä? Was meint er denn damit? Weil Schwerkraft wird doch nicht aufgehoben sein. Oder er ist umgefallen. Okay. Er sagt, okay, ich glaube, ich kann ein Kreislauftauchgerät zusammenbauen. Wir können eine Tauchleine... Ach, Moment. Haben die vielleicht Wassereinbruch? Und deshalb schwimmt er nach oben? Naja. Wir können eine Tauchleine nehmen und uns einen Weg aus dieser Schlucht und wieder zur Oberfläche suchen.
Was ist denn, wenn es viel zu weit ist, fragt er. Dann retten wir das, was wir noch verwenden können. Oder haben Sie einen anderen Vorschlag? Handeln wir, solange es nicht zu spät ist. Oder die fremden Fische lernen, dass sie uns auf ihren Speiseplan setzen können. Tja. Also die sind hier auf einer Tiefe von irgendwas um die 500 Meter gewesen. Aber nicht im freien Wasser schwebend. Denn sie sagen ja, sie haben aufgehört zu sinken. Das würden sie eh tun, wenn sie irgendwie auflaufen. Also wenn sie auf Grund laufen. Ja, manches bei diesen Rettungskapseln ist noch komisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein soll, ob das ein Mysterium ist, was mit der Geschichte an sich zu tun hat. Und die Geschichte hat ja einen Sinn, die haben sicher was bei dabei gedacht, die Entwickler. Oder ob das einfach nur irgendwie so ein paar technische Gründe hat. Zum Beispiel, dass bei jeder Rettungskapsel... wo ging es denn hier nochmal lang? Oh, nicht, dass ich mich jetzt verfahre. Dass bei jeder Rettungskapsel der Schaden von innen nach außen ist. Und das kann den technischen Hintergrund haben, dass sie einfach einmal eine Rettungskapsel modelliert haben, wo das so ist, und dann haben die sie die wiederverwendet. Das kann natürlich sein. Und dann wäre da einfach nichts hinter. Dann wäre jede Rettungskapsel so und wir bräuchten uns überhaupt keine Gedanken machen von wegen... ja, warum ist denn da jetzt von innen nach außen? Ja gut, die haben einfach ihre Modelle recycelt. Wo ging's denn nochmal hin? Nicht, dass ich mich jetzt hier wirklich verfahre. Bin ich hier richtig? Irgendwie rechts. Irgendwie in eine Richtung und dann mussten wir rechts abzweigen. Aber welche Richtung? Ich glaube hier und jetzt rechts. War das hier? Na, von wegen Orientierungssinn, ne? Nee, da ist jetzt das... Oh, gut, dass wir noch eine Energiezelle mitgenommen haben. Der Herr Leitjan verfährt sich nämlich gerade. Naja, oder halt bei den Rettungskapseln hat es wirklich was mit dieser Art des Schadens auf sich. Und es ist nicht so leicht erklärt, aber das wissen wir halt nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Forschungsstation, und das konnten wir auch schon sehen, bevor die jetzt mit dem Update besser wurde, so sage ich das jetzt einfach mal, dass dieses große, stabile Ding zerstört wurde. Das wurde zerstört. Das ist nicht einfach so kaputt gegangen und eine Sicherung ist durchgebrannt oder sowas. Ja, Mann, ich will mich nicht verfahren. Sondern das wurde zerstört von außen. Von einer äußeren Auswirkung, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig... Bodenscans zeigen, dass dieses Biom eine ungewöhnlich hohe Konzentration von organischen und fossilen Überresten enthält. Ja gut, das sehen wir ja. Schön, danke Aida, dass du uns das jetzt sagst. Und nicht beim ersten Mal, als wir hier waren. Ach, lass mich doch in Ruhe. Na, wo ging es denn lang? Verfluchte Wurst. Ja, euch kenne ich auch noch. Ja, ja. Ich weiß, ihr könnt mich angreifen, das weiß ich wohl, das weiß ich wohl. Ich bin auch ganz schnell wieder weg, lasst mich doch in Frieden. Ich bin hier falsch, das ist nicht richtig. Ich muss zurück. Damit wir wieder in ein Gebiet kommen, wo wir uns auskennen und von da können wir eine weitere Suche beginnen. Ja, komm, ich komme hier nochmal vorbei, ich weiß. Tschüss, tschüss. Hauptsache, die Energie geht jetzt nicht verloren. 39%. Naja. Das bedeutet also, die Forschungsstation wurde von außen zerstört. Und wir hatten das ja auch, glaube ich, schon in der letzten Aufnahmesession dann irgendwie geschlussfolgert. Etwas, das diese hochtechnologisierte, nicht abstürzen, Zivilisation irgendwie Schaden zufügen kann. Das muss schon ein richtiger Wemser sein. Also richtig groß. Da kann kein kleiner Fisch kommen und mal ein bisschen an der Außenhülle knabbern. Nee, das muss schon was Größeres gewesen sein. Vielleicht sowas wie da hinten. In lebend, natürlich. So, und dann wissen wir auch, wie sicher wir in unserer Cyclops sind. Das war hier, oder? Jetzt hier rechts.
Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Ja, da ist es doch. Och, hört doch mal auf zu schreien da hinten. Ihr hattet letztens so ein... Da könnten auch die gewesen sein. Die haben sich immer ganz nett angehört, diese Rochen. So, da sind wir. In einer Tiefe von fast 900 Meter... 812, ja, okay. Auf jeden Fall sehr tief. Da sind die. Sie hat's gesagt. Oh, da ist ein Whopper. Sie hat uns gerade... Okay, ich fahre mal gerade so ein bisschen in Sicherheit. Nicht, dass uns irgendwie ein Whopper jetzt hier in unseren Überlegungen stört. Und zwar, Aida hat uns gerade etwas mitgeteilt. Auch so ein bisschen in Richtung, was wir uns schon gedacht haben. Wo war das denn? Sprachaufnahmen. Da ist sie. Sie hat gesagt, dass hier Bodenscans... ach nee, das war das davor. Und diese außerirdische Struktur scheint am Meeresboden zusammengebrochen zu sein. Ursache unbekannt. Berechne Theorien. Ey, ich habe gerade noch gesagt. Lass mich in Frieden. Ich bin hier gerade am Theorien erstellen. So. Sie sagt, das ist am... Der kommt hier hin, die alte Müll. Lass uns doch einfach in Ruhe, ey. Wir hätten mit der Nautilus kommen sollen. Nautilus, Cyclops, wie auch immer. Mit dem Großen. So. Gut. Berechne Theorien. Da ist hier noch nie mit fertig. Sie hat uns nichts gesagt. Ursache unbekannt. Am Meeresboden zerbrochen. Aber das Ding hing ja. Ne? Also unsere Theorie von wegen irgendwas von außen muss kaputt gemacht haben, ist immer noch... Passt immer noch. Und dann wird hier wohl ein Signal übertragen. Wie so eine Art Notsignal. Aber das Notsignal ist kein Notsignal, sondern eine Warnung. Und hier steht, enthält gefährliche Stoffe und Lebensformen. Ich speichere mal ganz kurz, nur mal so, also aus reiner, weil man das ja mal machen wollte. So, und jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier reingehen. Wir sind ein bisschen knapp an Trinken, ich weiß. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Bin's zu? Oh, es ist schon fast zu knapp, aber ich versuch's trotzdem. Und hier geht's auch schon rein. Ach, das sieht doch schon ganz anders aus. Habe ich nicht noch was zu trinken dabei? Natürlich nicht, weil ich blöd bin. Jetzt müssen wir uns ziemlich beeilen. Ionenkristall haben wir gefunden. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Sie wird jetzt ein bisschen zynisch, die gute Aida. Sie hat gerade gesagt, ja, hier gewisse Scans, bleibt mir vom Leib, du blöder Fisch, haben gezeigt, dass die Wände hier, kommen wir nicht durch, sehr verstärkt sind. Und sehr hart und sehr, sehr ja, undurchdringlich und für einen bestimmten Zweck halt entworfen wurden, der entweder ist, dass etwas von außen nicht reinkommt oder von drinnen nicht nach draußen. Und dann hat sie so ganz flapsig nebenbei noch gesagt, ja, was auch immer der Grund war. Es ist ja wohl klar, dass es trotzdem nicht funktioniert hat. Ja, offensichtlich. Hier ist ja alles kaputt. Kommen wir hier immer noch durch? Ja, so halb. Ach, guck mal. Jetzt ist doch einiges klar, was das hier ist. Das sind Versuchs? Fische, Objekte. Na klar. Und hier ist ein Ei. Ey, Wetten, das ist so ein... Das... Boah, blöder Frosch im Hals. Hat sich da gerade was bewegt? Was ist das? Ihr hört das auch, ne? Ich wollte sagen, das ist doch bestimmt so ein Jurassic Park Phänomen. Kennt ihr Jurassic Park? Also den allerersten Teil Datenterminal. Lade Daten herunter. Schadensbericht. Ja, wir müssen gleich hier weg. Wir haben nichts mehr zu trinken. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht beachtet habe. Ja, das kennen wir ja noch. Das kennen wir noch, auch wenn es jetzt natürlich viel cooler aussieht. Oh, meine Güte.
Ich bin gerade so ein bisschen vorsichtig. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Ich will jetzt hier nicht, wo wir das gerade gefunden haben, sterben. Da müssen wir uns einfach noch ein bisschen Zeit nehmen. Und hier nochmal. Da ist noch so ein Ding. Das nehme ich nochmal gerade mit. Ach, das sind die Geräusche, wenn das rausfährt. Okay, okay. Okay. Buff, buff, buff. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Ich habe Durst. So. Dann fahren wir jetzt nochmal eben zurück. Und dann nochmal hier hin. Ja, ja. Ist ein bisschen blöd, aber wir haben ja Zeit. In der Zwischenzeit fachsimpeln wir so ein bisschen, was wir denn da entdeckt haben. Kann ich hier rum? Kann ich hier rum? Ne, ich glaube, hier kann ich nicht. Entschuldigung. Ey, Leute, ich will jetzt hier weg. Und zwar dringend. Ich habe Durst. Ich muss hier weg. Oh nein. Hier bitte Mission Impossible Melodie einspielen. Nein. Lasst mich gehen. Ich will da nur hier raus. Ich habe das Gefühl, unser Boot ist langsamer geworden. Kann das sein? Ey, ich weiß doch, dass es hier irgendwo rausging. Das kann doch wohl nicht da sein. Warstein. Da. Da geht's raus. Okay. Das Jurassic Park Phänomen. Und zwar, diejenigen, die den Film gesehen haben, die wissen bestimmt noch um die Szene, wo dieses kleine T-Rex-Junge von der Mutter entfernt wurde. Es hatte Probleme, es hat geschrien, es hatte sich, glaube ich, am Fuß verletzt. Und weil Menschen ja so nett sind, beziehungsweise gewisse, manche Menschen sind ja so nett, dann haben die sich gedacht, hey, wir nehmen dieses Junge doch mal mit und verarzten das. So. Das ist ja noch ein... Hallo Musik, was willst du mir jetzt mit diesem Wechsel sagen? Hoffentlich nichts Falsches. Das ist ja noch ein recht nobler Grund. Und die hatten ja auch dann nichts mehr Böses im Sinne mit dem Kleinen. Das wusste die Mutter aber natürlich nicht. Die Mutter wusste nur, ihr Junges ist weg und sie hört es schreien. Und ich denke mal, dieses T-Rex-Junge war laut genug, um auch... die waren in so einem Trailer und haben es da verarztet. Es war laut genug, dass es da durchgeschrien hat. Und die Mutter hat es auf jeden Fall gehört. Bin ich hier eigentlich richtig? Geht's hier auch wieder raus? Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr. Ja. Und natürlich kam die Mutter dann zu diesem Trailer und hat einen riesen... Hier geht's nicht raus, oder? Hat einen riesen Tohuwabohu veranstaltet. Oh Mann, lasst mich doch einfach raus. Und hat den Trailer einfach mal zerlegt. Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das? Oh Gott, Leute. Jetzt haben wir hier noch was Neues gefunden. Wir merken uns das mal. Das führt dahin, das ist da dran. Boah, ich muss diese Sonden ganz dringend bauen. Und zwar sehr dringend. Wetten wir krepieren? Ich wette mit euch, wir krepieren hier. Scheiße. Komm, kleiner Jimmy, schwimm schneller. Naja, und das meinte ich halt mit dem Jurassic Park-Syndrom, dass die nämlich Eier geschnappt haben sich. Oder vielleicht sogar lebende kleine... Eine kleinere Version von einer großen Mutterversion und dass Mama dann kräftig böse wurde. Und die Forschungsstation dann einfach mal zerlegt hat. Kann man ja mal machen. Würde ich auch gern machen. Ich würde diese Höhle jetzt gern zerlegen, damit ich hier rauskomme. Oh Mann, nein. 16%, das schaffen wir niemals.